Robert Kennedy, der früh verstorbene Bruder des früheren amerikanischen Präsidenten, hat einmal formuliert, wenige Persönlichkeiten haben die Möglichkeiten, die Geschichte in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Aber es ist die Summe des Engagements Einzelner, das die Geschichte einer ganzen Generation definiert. In dem Sinn bitte ich euch, engagiert euch, bringt euch ein und versucht, die Gesellschaft und die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Arbeitslosigkeit ist der größte Skandal in unserer Gesellschaft. Wir können es uns einfach nicht erlauben, so viel geistiges und intellektuelles Potenzial brachliegen zu lassen. Dementsprechend ist der wichtigste Punkt unserer Bemühungen, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, für Beschäftigung zu sorgen. Unsere Gesellschaft verändert sich, aber vor allem auch unsere Wirtschaft verändert sich massiv. Die Produktionsmodelle der Geschichte werden in Zukunft völlig über den Haufen geworfen werden. Eine ganz neue dynamische Form der Wirtschaft wird entstehen und die wird getragen durch EPUs, durch sogenannte Startups, durch Kleinunternehmen. Und unser Ziel muss es sein, in Österreich dafür zu sorgen, dass Menschen, die Unternehmen gründen wollen, das in Österreich tun und sie auch hier finanzieren können. Das ist ganz wichtig. Der volkswirtschaftliche Beitrag, den Kleinunternehmen haben, wird in Zukunft massiv steigen. Hier ein Umfeld zu schaffen, offene Türen zu schaffen, sehe ich als besonders wichtige Aufgabe. Österreich hat eine Tradition der Menschlichkeit. Wir haben diese Tradition der Menschlichkeit auch in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr deutlich unter Beweis gestellt. Das ist ein Deal, der da dahinter steht, der auf gegenseitigem Verständnis beruht. Es geht auch darum, die Möglichkeiten zur Integration zu schaffen und jenen, die neu ins Land gekommen sind, auch, dass sie diese Möglichkeiten der Integration wahrnehmen. Das ist das, was wir bieten können, aber das ist auch das, was wir erwarten dürfen.